Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück beim bei Lichtis Fantasy-Mod von Seven Days to Die. Zusammen mit dem Asrak. Warum lachst du denn jetzt? Ich wollte es dir vernünftig vorstellen. Weil du dich so verhaspelt hast, ich finde das süß. Ja, ich bin halt süß. Ja. So, wir haben zwei Mining-Helme. Asrak hat nachts noch schnell was gezaubert. Ohne Mod. Ja, nee, wir haben ganz regulär sich das aus dem Kreativen, er hat es gecraftet. Nein, er hat es wirklich gecraftet. Oh, jetzt, ne? Was? So, wir können. Kommst du? Nee, Moment, ich muss noch mein Inventar leer machen. Ach so. Ich bin nicht so schnell. Ich schleppe hier zu viel Mist mit mir rum, weißt du? Ja, das weiß ich. Die Ranch nehme ich trotzdem mit. Ich repariere erst meine Steinwerkzeuge. Ich kann dir 4er-Werkzeuge herstellen. Ja, ich habe jetzt 3. Lass mal, wenn die verschlissen sind, dann schreie ich nochmal. Okay. Use. So, das kommt weg. Bottled Water behalte ich. Den Pumpkin behalte ich auch. Die Knochen kommen da rein. Ich muss noch was loswerden eben. Ich habe so viele Sachen im Inventar. Den Steinspeer, den brauche ich doch nicht. Das ist doch albern, den Steinspeer jetzt zu nutzen. So. Die kommen auch weg. Das kommt weg. Was haben wir denn hier alles? Den Dolch behalte ich. Wasser. Steine. Sticks. Sticks kommen auch erstmal weg. Holz kommt auch weg. So sieht das gut aus. Steel Crossbow, Iron Crossbow, Steel Arrow. Komm auf. Okay. So, kommst mit? Naja, bin schon draußen. Ich habe mir aber meine Markierung, ich hatte die Höhle, glaube ich, auch geshared. Quick Waypoint. Lauf immer hinterher, wir müssen Richtung Osten. Etwas links vom Osten. Quasi wieso bin ich überladen? Er zeigt mir an, dass ich überladen bin. Das ist überhaupt nicht wahr. Nee, ich auch nicht. Da ist ein Bär auf der Straße. Ich glaube, den Bären wollen wir nicht nehmen, ne? Dann gehen wir links dann vorbei, ne? Genau. So, und von hier aus genau Richtung Osten. Dann kommen wir auf die Höhle zu. Ich habe gerade keine Ausdauer mehr. Hey. Hast du Aro gemacht? Nee, das war der Krieger da. Okay, hier war es weiter. Was? Guck mal an. Ach, ein Auto. Das muss ich jetzt gerade mal wegwrenchen. Ja. Hinter dir ist eine Spinne. Uah. Lass dich nicht vergiften. Nee, gerade noch Schwein gehabt. Kann man die messern? Ja. Und da kriegst du dein Anti-Dings raus. Ach nee, echt? Yep. Ach, Spider genommen. Nee, erstmal krieg ich nur Spinnengift raus. Ah, jetzt noch eine Sau. Willst du die Sau mitnehmen? Nö. Okay, dann weiter nach Osten. Da, auf diesem Hügel oben drauf, da könnte man auch mal oben rauf gehen und gucken, was da ist. Aber unten drunter ist die Höhle. Wollen wir erstmal oben rauf? Da habe ich mich dann gegen die... Was ist das für ein Geräusch? Ah, stopp. Stopp. Ich höre Imps. Es sind auch die passenden. Kommst du ein Stück zurück? Warte. Wo sind sie denn? Bei mir. Da war noch einer. Oh, ich hab mich so erschreckt. Ja, da war wirklich einer. Ja, ich hab mich trotzdem erschreckt. Kommst du mit durch hier? Asrak, die Tür? Die kommen hier durch. Hier ist offen. Oh. Da drin sind noch welche. Ja. Sehr witzig. Ich gehe rein, er geht raus. Ja, sehr witzig. Drin ist keiner mehr. Okay. Haben die gezählt? Na, Sekunde. 46, ja, hat gezählt.
Sekunde. Ja, worauf? Was machst du denn? Hier oben ist eventuell was, das könnte... Ah, schade, ist nur eine Ranch. Es hätte sein können, dass dann noch für uns was rausspringt. Kam aus dem Autowrack irgendwas Brauchbares noch raus? Ja, ne? Nee, ich hatte auf was gehofft, kam aber nicht. So, ich gehe jetzt erstmal auf diesen... Was ist denn das für ein Geräusch? Welches? Hier ist ein Leguan. Ah, den habe ich auch schon gekillt. Jetzt haben wir Licht. Yeah, Doku. Jetzt geht's los. Oh, das Ding hört sich an, gell? Ja, das ist hinter dir. Oh Gott. Ah, ein Drachen. Ah, hier sind 6 Drachen. Also so Manticore. Ja. Oben drauf oder wie? Ja, ja, oben drauf. Die stehen aber irgendwie. Die sind eingefroren. Ja, sollen sie. Nee, jetzt sind sie da. Mit deiner Anwesenheit haben sie sich ja erhoben. Oh shit. Ich geh mal runter. Okay, wir müssen es umlegen. Sowieso. Sind alles XP. Nicht viel, aber immerhin. Wenn die tief genug sind, kannst du die auch mit der Axt nehmen, aber... Wir können mal gucken, ob wir die ledern können, ne? Nee, die versinken im Boden. Vor Scham wahrscheinlich. Dann mal hoch, was auch immer die bewacht haben, ich will dahin. Ah, verdammt. Was verdammt? Magma. Sie haben Magma bewacht. Nein! Kann ich sie nochmal hinstellen? Ich schub sie auch nicht. Ich will ein Foto nur machen. Stell ich mal davor. Ja, super. Dankeschön. Pop, danke. So. Wo ist die Höhle? Unten. Höhlen sind meistens unten. Unten? Nein, nicht immer. Ich glaube, da ist jetzt eine Spinne drin. Wahrscheinlich laufe ich genau verkehrt rum. 2 Spinnen sind da drin. Nee, hier ist ein ganzes Spinnennest, Asrak. War mir so klar. Muss ausgerechnet in die falsche Richtung laufen. Hier ist auch nochmal ein Manticore drin. Hört sich so an, ja. Ich sehe ihn ja, der ist ja über mir. Ah, hier. Diese, ne? Und hier waren halt die Imps. So, jetzt können wir hier mal runtergehen. Ich habe hier noch nicht geguckt. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt. Moment, ne? Hier ist ja noch ein Arsch voll Spinnen. Die habe ich doch eben getötet. Die Spinnen. Nix hast du. Hier ich habe 3 Spinnen getötet. Und guckst du das nochmal an. Die haben sich aber eben noch nicht bewegt. Mhm. Hatte ich an ihrer Stelle auch nicht. Lass sie nicht beißen. Habe ich nicht vor. Da ist noch eine. Da ist noch eine. Eine ist da noch. Hast du weg? Ja. So, Mushrooms nehmen wir mal mit. Ja, die Pilze nehme ich auch mit. Soll ich dir mal eine Pilze dann geben? Dann wegen Stacken und sowas? Ja, 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 ne? Genau. Mal, warte. Dann droppe ich dir mal eben. Hier, 3 Pilze für dich. Willst du mir das Spinnengegengift geben oder das Spinnengift geben? Weil dann kann ich das nehmen. Hier. Och, wie geil. Hast du es gesehen? Ja, sieht geil gesehen. Aus, ne? Geil, Alter. So, ich habe keine Ahnung, ob sie das hier unten lohnt oder nicht. Ich. Oh. Oh, 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 Fehler. Konsolenfehler. Oh, Fehler, Konsolenfehler. Ja, aber ist noch drin. Und hier unten sind gerade Imps gespawnt. Und hier sind aber auch normale Zombies. Die bewegen sich aber nicht. Doch, was? Sie bewegen sich. Links liegen noch 2 andere Zombies. Und hier ist eine Schwester, okay. Links sind noch Bauarbeiter-Zombies, mehrere. Oh, hier ist richtig was los, Asrak. Mhm, ich seh's. Wow, ich hab Lex gerade, du auch.
Nö. Okay. Das war nice. Hier geht's weiter. Hier ist eine Tür. Eine Tür? Unlocked zu Kisten. Aha. Komm rein. Geh mal rein. Ich nehme die rechte. Ah, Artefakte. Ja, das dieses Tarzan Stone Axe ist da drin. Alter, guck mal, was in dieser Kiste drin ist. Also in der rechten war diese eingeborene Steinaxt, die kennst du ja, ne? Diese okay. Tarzan Stone Axe. Oh, scheiße, nimm mal den Dings auf, dann siehst du, was drin war. Ach du Schande. Ich nehme es jetzt direkt auf. Ja, ja, nimm's. Weil ich habe Angst, wenn ich wieder. Ja, es geht darum, dass deine Zuschauer sehen, was drin war. Ich habe nur Angst, dass wenn ich wieder rausgehe, dass das Ding weg ist, weißt du, dann irgendwie. Mhm. Nein. Also 15.000 Tokens. 15.000! Und dann können wir auch nochmal versuchen, Haley anzuwerben, oder? Ja, können wir machen. Und eine Eisrune, ne? Ja. Das. Richtig geil. Cool. Das ist nett. Das war jetzt eine kleinere Höhle, als ich dachte, aber cool, hat sich ja gelohnt. Ja. Fand ich. Also muss man auch mal so ein bisschen hier nachgucken. Ultimative Taktik gegen Welten, die dich bewegen. Ah, die war das, okay. Haben wir denn nochmal so ein Ding hier irgendwo? Nee. Weiter in Osten, da waren wir auch noch nicht gewesen. Nee, aber im Norden war dieses andere Biom, ne? Mhm. Ah, lass mal in den Osten gehen. Von hier aus, ja. Wir sind die jetzt schon eher weiter östlich, so, ne? Ja. Einfach mal genau stumpf Richtung Osten, ne? Genau. Da wir nicht wissen, was da ist, können wir ja auch leidenschaftslos sein, ne? Oder? So sieht's aus. Ah, ich brauche wieder Sticks. Ich wollte gerade sagen, hier steckt ein NPC rum, aber das bist du ja. Das bin ich. Aber du kannst mir gerne 1.000 geben, vielleicht laufe ich dir hinterher. Lach damit. Probier's doch aus. Wenn du dir auch so eine Frisur machst wie Haley, können wir vielleicht drüber reden. Echt? Na, solange ich mir nur so eine Frisur machen muss. Ja, wenn du so sprechen würdest, könnte ich mir auch eine weitere Zusammenarbeit echt gar nicht so richtig gut vorstellen. Soll ich nicht ein bisschen rumquietschen? Ich habe nochmal 10 Öl, nee, 5 Öl gefunden, nee, 2 Öl. Wenn du ein Auto fragst, siehst, sag Bescheid. Habe ich nicht drauf geachtet. Okay. Ich sehe einen Krieger. Tod ist hinter dir. Wieder tot. Da Wo? Kommt er. Wo? Ich sehe ihn. Aus nicht. Dem Süden. Ach du Schande. Ja. Sag ich doch. Kommt der denn immer jetzt wieder hinter uns her? Ich weiß es nicht. Ey, der Tod nervt schon ein bisschen, ne? Tod nervt schon ein bisschen, ja. Wie sagst du das? Ich will es mal versuchen, was passiert, wenn ich mit der Wrench an so einen Karren rangehe. Ja. So viel kann ich allerdings auch nicht mehr looten, ne? Gar nichts passiert da. Ich mach ihn nur kaputt. Mhm. Ja, 2 Holz kommen raus. Okay, kann man sich sparen. Dann wissen wir es wenigstens. Oh, eine Straße, dann lass uns die mal folgen. Das ist ja, ja quasi Richtung Osten. Ja. Guck mal, hier rechts ist noch mal was Großes. Ey, das mit dem Feuer, wollen wir uns das angucken? Ja, das ist so ein Drachending. Ja? Da hatte ich den einen Drachen umgelegt. An dem Ding auch, oder nicht? Ja, ja, der kam hier. Das ist übrigens dieser brennende Berg, den ich, als wir das erste Mal die Fantasy-Mod zusammen gespielt haben, weißt du, wo wir nie hingegangen sind. Das hatte ich gesehen. Tut das weh, wenn ich da rangehe? Oder wozu brennt? Feel free. Ey, du warst da oben drauf, oder nicht? Nein. Bin ja nicht bescheuert. Also ich meine, nein, ich war da nicht drauf. Okay, scheinbar kann man hochgehen. Geh mal ein bisschen außen rum. Und, siehst du was? Nö. Was ist da oben? Nicht. Stampft nur und sehr, sehr pixelig, sehr polygonmäßig. Also es ist extrem viel Polygon. Okay. Ist nicht so schön da oben. Was ist denn das für ein interessanter Steinklumpen hier? Ja, der interessiert mich auch gerade. Oh ja. Hier kommt richtig was raus. Stonehammer nehme ich mir mal eben. Aber hier kommen auch Essenzen zum Vorschein. Hier sollten wir nicht weitermachen. Ich habe keine Essenz bekommen in den Steinhammer. Doch, ich habe schon 2 bekommen.
bei Feueressenzen. Hier gibt es Essenzen, das ist ein besonderer Stein. Hier kriegst du ganz gut Essenzen raus. Da sollte man hingehen, wenn man Essenzen auch geskillt hat. Ja, ja. Ja, Feuer ist nicht so gut. 500 Coins müssen wir noch wegwerfen. Ja, können wir machen. Wollen wir mal eben was decken hier in dem... Wenn du den wegmachst, dann... Der, genau. Ah. Hier hinten ist wieder ein Lager. Lass mal hier reingucken, was das hier für Typen sind. Wo, hast du den Eingang gefunden? Ich glaube hier. Achso, da. Ach, das Lager. Okay, ich dachte, du meinst das Haus da. Okay, hier ist kein Eingang. Ja, wir werden da schon noch reinkommen, ne? Sieht so ein bisschen orkmäßig aus. Da Gute ist ein Nacht, Skelett Zeramelli. Links. Oh, was? Skelett links. Zwei Skelette. Okay. Mindestens drei. Ja, kommst mit. Das ist ein Ork-Lager. Ja, kommst mit zu den Skeletten oder? Ah, auf die Orks habe ich keinen Bock, die dauern so lange. Die sind so stressig, die Orks, finde ich. Da ist noch einer. Also ich finde, also Orks lohnt sich jetzt glaube ich nicht, ne? Nee. Lass mal kurz gucken, wo dieser Weg hinführt. Der führt nach Norden oder nach Süden? Wollen wir nach Süden mal gehen? Ja, auf dem Weg. Ich glaube, ich sehe einen Händler da hinten. Kann das sein? Links sind auch noch Straßen. Das Eingezäunte da hinten. Ich keine Ahnung, ja, was das ist. Ja, das könnte ein Händler sein. Vielleicht ist es ansehen. Ja, das können wir machen. Hier ist auch noch eine kleine Händlergruppe rechts. Ich habe keine Ausdauer gerade. Okay. Ja, lass uns erstmal zu der kleinen Händlergruppe rechts gehen. Zu der Rentnergruppe. Okay, los geht's. Und dann lass uns mal versuchen, ein paar Sachen zu stacken, vielleicht. Mhm. Gut, ich habe jetzt Diamante und sowas, ne? Die stacken sich halt nicht so gut. So bin ich denn schon wieder überladen. Warst du das schon von Beginn an, oder? Liegt da nicht so gut geregelt. Eine Hose, die lasse ich hier. Nanu, warum kann ich den Teddy nicht mehr looten? Der Teddy war doch letztens sogar in Loot. Komisch. Wow, Fire-Spellcast. Ich habe einen Fire-Spellcast bekommen. Hm, gut. Und ich packe jetzt nochmal eben einen Skillpunkt rein. Einen Punkt habe ich nämlich noch in Lucky Looter bei. So. Rein. Ja, klar, warum nicht? Jetzt habe ich da auch Stufe 2, weißt du? Ja. Hier ist noch ein Bellows. Ich weiß nicht, ob ich den mitnehmen will. Nehmen mit, können wir zur Not verkaufen. Was kostet der denn? Keine Ahnung, siehst du, wenn du draufklickst. Ja, 63. So viel ist es auch nicht. Mal können wir drei Schmieden mal herstellen. Blöde Kartoffel. Nochmal 4 Eisbells in der Munitionskiste. Du hast Lucky Looter auch nur 2 von 5, ne, oder? Ja, ich habe auch nicht mehr. Ja, okay. Sonst sind wir jetzt wenigstens gleich auf. Und nochmal 5 Firespells. Und nochmal ein Kristall. Oh, geil. Was denn? Das kannst du behalten. Was war denn so geil? Was hast du denn gefunden? Ich glaube, es war so ein Buch. Ich habe einen Autoreifen, also einen Reifen gefunden. Ich weiß nicht, ob es ein Autoreifen ist. Es ist ein Reifen. Okay. Brauchen wir ja für Minibike und Co., ne? Ja. Fünf Repair-Kits. Vergiss aber nicht, die Typen selber zu looten, ne? Nee, ja, den einen habe ich ja gelootet. Repair-Kits sind echt kostbar. Fünf Repair-Kits ist eine Menge. Machen wir mal Goldmünzen. Mining 69er, so ein Magazin halt, ne? Ja, eine Couch, sehr witzig. Eine Toilette? Ich gehe gerade mal. Ja. Ach, ey, den Dolch, den lasse ich jetzt aber auch hier, ey. Noch ein Dolch, Stufe 2. Ja, versuchen doch zu verkaufen wenigstens. Ich kann nicht mehr so viel mitnehmen. Ja, das geht mir auch so.
Die hier hinten, hast du schon alle gelootet oder so? Ja, ich glaube. Ich habe gelootet, was ich konnte. Was Vogel ist? Wie geht's mir schlecht? Warum geht's mir denn schlecht? Das weiß ich nicht. Ich hatte mal einen schönen Abend. Elias. Bin doch auf der Toilette. Inwiefern geht's dir denn schlecht? Sagt, ich werde krank. Echt? Meiner sagt, ja. Ich bin durstig. Ich glaube, die Toilette funktioniert nicht. Doch, die funktioniert. Doch, die funktioniert. Ich bin wieder auf der Straße, warte auf dich. Kartoffeln! Ach, die Kartoffeln. Ich habe die blöde Kartoffel gegessen. Lass uns mal versuchen, was zu stacken, Asak, weil ich bin bis auf 3 Plätze voll. Also, gut, hier vorne ist Komm noch eben zu den Händlern. Komm noch hier. Zu den Händlern. Ja, ja, auf dem Weg zum Händler. Hier ist ein Einkaufswagen. Hier können wir drinnen umräumen. Packe da bitte nur stackbare Sachen rein. Cookie-Rezept, ne? Das mache ich mal. Use. Ja. So. Aber nur stackbare Sachen reinpacken, bitte. Und das Geile ist, ich habe ein Headlight gefunden. Wahnsinn. Hast du was reingepackt? Sonst mache ich das. Ich bin noch dabei. Ich bin ja noch dabei. Ah ja. So. Also Holz, Eisen, Nägel und sowas, ne? Ja, Painkiller. Keine Eier gehabt. Du, ein Headlight brauchst nicht reinzupacken. Das ist so selten. Das nimmt jetzt gerade. Hätte ja sein können. Leider gerade nur den Platz weg irgendwo so. Ich nehme mal raus, was ich rausnehmen kann. Ja, oder tust eins dazu? Ich muss da gleich eh was reinpacken irgendwie. Die Pilze hatte ich dir gegeben. Es macht jetzt auch nicht so viel Sinn, dass du da nochmal die Pilze reingepackt hast irgendwie. Weil du hattest ja alle. Ich wusste ja nicht, ob du noch was gefunden hast. Pass auf, ich mache dir einen Vorschlag. Nimm mal deine Sachen raus, ich pack mal Sachen rein und dann guckst du mal, was du dazu packen kannst. Dann wirst du da aber ausschließlich steckbare Sachen drin finden. So, das kann weg. Fleisch. Spinnengift hatten wir ausgetauscht. So. Nägel, Knochen, das Leder vielleicht. Honig, Federn könnte man noch, Steine, Moment, ja, den Kristall habe ich mir, glaube ich, genommen, ne? Ja, Kristall hast du nicht zurückbekommen, ne? Salz, Eier, Casino-Tokens dürftest du nicht haben. Nee. So, Moment, Firespell, glaube nicht, dass du davon was hast und... Nee. Sticks. So. Kannst du mal reingucken? Da ist jetzt also einiges drin, was steckbar ist, was du vielleicht auch haben könntest. Also kannst mir dann deine Sachen einfach reinpacken oder sowas. Also ich habe jetzt 1, 2, 3, 4. So, guck mal. 1,5 Reihen frei. Ich habe jetzt noch eine untere Reihe frei. Die habe ich jetzt auch fast frei, bis auf 2 Plätze. Na dann, lass uns zum Händler gehen, das ist nämlich einer. Wir haben unseren ersten Händler gefunden, das ist schon mal gut, dann haben wir wenigstens schon mal einen. Ah, Repair Kits hattest du auch 5? Achso, ja, stimmt, richtig, haben wir jetzt. Habe ich auch 10 Stück Kits in der Tasche. Genau. Mainboard, gute Nacht, schlaf schön. Ja, perfekt, danke, dass wir jetzt auch mal einen Händler haben. Den markiere ich mir aber auch gleich, sobald ich drin bin. Geil. Funktioniert die? Nee. Die Chemiestation funktioniert nicht. Der Zementmixer funktioniert aber. Das ist gut. Die Workbench funktioniert auch. Das interessiert uns aber nicht so richtig dolle. Nee. Ja? Onkelchen, vielen lieben Dank für den Raid. Schönen Gruß an dich und deine Onkel Lauten. Hä? Was denn? So. Erstmal verkloppen wir, was geht. Na, mach's Feier. Ist ja auch 14:45. Das ist ja schon spät, ne? Wir müssen mal gucken, wie lange wir machen. Wahrscheinlich auch nicht mehr so lange. Moinsen, Slifno, hallo. Hallo, Onkelchen.
So, dann guck du mal nach, was du da verticken kannst. So, Magazin und sowas. Ich setz den schon mal auf der Karte als Händler, ne? Safe Waypoint. Ja, unbedingt. Habe ich auch gerade gespeichert. Trader 1. Ich hab meinen Kaffee verkauft. Fuck. Aus Versehen wehgedrückt. Aber die Gold Nuggets, die verkaufe ich ihm, ne? Und die War Diamonds dann. Ja, unbedingt. Die Kristalle allerdings nicht. Die Kristalle behalten wir. Ja. Weil da gibt es auch Rezepte bei den Kristallen. Dragonstone, Magic Potion, Magic Pot, Electric Shock, Crossbow Bolt, Fly Dragon. Oh, für den Flugdrachen brauchen wir 100 Kristalle. Okay. Das ist mal eine Ansage, ne? Oder? Okay, ich bin draußen. Dann würde ich sagen, wir können auch mal dann Aufgaben von ihm annehmen. Ja, kann das hier Inventory? Das Sekunde, ja. Tatsächlich. Die Silver Nuggets verkaufe ich ihn erstmal. Die Gold Nuggets. Ich habe hier noch den Mining 69er Magazin, das verkaufe ich ihm jetzt auch einfach. Ne? Ja, weg damit. Autoreifen nicht. Ja, Eisen, Terrorsalz kann man nicht verkaufen. Zauber zu verkaufen lohnt sich nicht. Jo, ich kann ihm. Ach doch, der Diamant haben wir noch. Okay, wir haben jetzt 16.784. Mhm. Ist was Interessantes dabei? Ein Fahrradchassis zum Beispiel? Munition. Guck mal bei Special hinten. Ja, habe ich gerade geguckt bei Special. Nee, Papier 30. Hm, für dein Buch vielleicht. Aber Papier kriegen wir ein bisschen auch anders zusammen. Was ist denn Admin Offizienz? Ach komm. Was? Was denn? Hä? Was denn? Sag was. Ah, okay. Ich war noch im Debug-Menü, deswegen hatte ich Admin-Optionen bei dem Händler. Ich habe mich gerade gewundert. Okay. Jobs, was hat er denn? Debug-Menü habe ich die ganze Zeit schon ausgeschaltet, glaube ich. Ja, ich habe es eben gemerkt, dass daran habe ich gemerkt, dass meins noch an ist. Ja. Clear Zombies? Wie gesagt, immer sofort noch benutzen, abschalten, dann bist du auf Nummer sicher. Hier, lass uns doch was clearen, oder? Ach so, das stimmt. Ist in der Nähe, 600 Meter. Ja, nimm mal an, mal gucken, ob das für mich auch zählt. Nimm mal an. Habe ich angenommen? Nein, habe keine Info bekommen. Also, do you have any jobs? Clear Zombies in 1,5 Kilometer. 334 Meter, dort ist 600 oder wie? Ich habe 624. Ich habe 334. Clear Zombies. Okay, ich gebe ein X rein und share es dir. Das ist mein Job. Moment. Ich guck mal eben, wo mein Job ist. Sehe ich das auf der Map überhaupt? Also das X sehe ich, ja, aber wo ist denn mein Job? Ach so, hier, meiner ist links. Warte mal. Safe Waypoint X Job 2. Warte mal, teile ich den mal eben. Mhm. Everyone. Meiner ist links von uns. Der ist näher dran, ein bisschen. Na, die Hälfte halt, ne? Ah, hier, ja, der ist näher dran. Machen wir erst deinen und dann meinen? Können wir machen. Ja, machen wir beide. Okay. Wir sind bei 29 Minuten. Dann machen wir nächste Folge die Jobs. Richtig. Zu zweit kriegen wir das ja wohl hin, denke ich mir. Logisch. Wobei, ich kann auch nicht mehr. Ja, doch, eine Reihe habe ich jetzt wieder frei. Das passt schon. Warte mal, ich gucke gerade mal nach besseren Waffen. Habe ich nicht so nennenswert was gefunden. Wir werden ja auch mehr mit Zaubersprüchen arbeiten und sowas. Dann ja, aber ich habe keine schöne Schlagwaffe bei ihm gesehen. Und eine Iron Pickaxe auf 3 hat er billig. Na? Ja, aber die können wir vielleicht auch wieder herstellen selbst. Ja, stimmt. Ne? Sobald ich sie herstelle, ist er auf 4. Nee, das hat keinen Sinn. Okay, ich komme. Alles klar. Dann müssen wir uns noch verabschieden, ne? Ja, genau. Ich würde sagen, sehr schön. Bis zum nächsten Mal. Ne? Macht's gut. Und dann machen wir die beiden Quests nächste Folge. Genau, bis dann. Okay, tschüss.